Ihr wisst, streng bewerten, ehrlich bewerten, dann seid ihr beim Prime. Yay, yay, yay. Also, Dankeschön nochmal, wie gesagt, für die ganze Liebe, für den Support, so wie es sein muss. Und wir schallern jetzt mal rein. Alex, Lamay und Lil NWA oder war. Und Shiva Rui 7 mit Bitch 2022. Okay. Liga Met Mick. Okay. Was das auch immer heißen mag. Ja. Wir gehen mal rein da. So, Warnung. Das folgende Video ist nicht für Zuschauer geeignet, die unter Epilepsie oder Emotophobie leiden. Wir übernehmen keine Haftung für Personenschäden. Ja, sowas habe ich ja auch bei mir im Video reingemacht, ne? Bei Geister, die ich rief, weil da hätte das natürlich auch sein können, ne? Deswegen immer schön vorwarnen, finde ich auf jeden Fall vorbildlich. Ja, also das ist schon mal gut. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Oh Mann, da ist man aber auf jeden Fall ziemlich platt. Ich glaube, ich muss kotzen. Ja, also auf jeden Fall richtige chillige Dudes muss man schon auf jeden Fall hier nochmal erwähnen, ja. Das macht dich so ehrenhaft, da hier, weil du dich nicht nur auf ein Genre begrenzt wie andere. Ja, warum auch, ne? So, ey, wenn's coole Mucke ist, warum nicht, Alter? Ist doch scheißegal. Ey, ich höre auch voll gerne Jazz oder ich habe mir auch schon Sachen von Finch abgecheckt oder so. Ich mag auch noch diese Eurodance-Sachen von damals, noch die 90er, der 80er-Mucke finde ich geil. Also auch hier so 20er-Jahres-Stil, so finde ich auch voll mega nice. Magst du Reggae, so ich mag wirklich so querbeet, ne? Alles, was dope ist, also alles, was geil ist. So in meinen Augen so oder meinen Ohren halt wirklich geil klingt, so, das zieh ich mir rein. So, und wenn da jetzt zum Beispiel so etwas ist, was ich noch nicht gehört habe, so wie das hier zum Beispiel, ne? Ey, und ich zieh's mir gerade rein, so, mir gefällt's, ja, so was jetzt natürlich auch der Fall ist, so dann, ey, voll nice, Alter. Dann alles richtig gemacht, ne? So, ich mag Primal Mute hier. Ja, ist natürlich auch wieder so ein Fetisch, ne? Kann ich jetzt nicht komplett mitgehen, aber jeden sein Fetisch halt, ne? Ja. Warte, jetzt habe ich immer gegen den Mike geknallt hier. Was ein schlechter Streamer hier, amateurhaft hier, das geht ja gar nicht hier, das kann er doch nicht machen. Warum tut der immer so viel Blödsinn mache hier? Das geht, ist ja gar nicht so professionell hier. Nee, 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 das merke ich mir. Ja. So Leute, hier ist der Link auf jeden Fall zu dieser Freude. Ne? Abchecken, abdancen. Ne? Wie Finch sagen würde, Abfahrt. Fand ich auch fett, ja, von Finch. So, dieses Abfahrt. Das ging auch übelst krass nach vorne. So, bam, 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 war ein bisschen zu viel, aber Digga, das Ding scheppert. Das Ding scheppert rein. Da kann man nichts anderes sagen, außer das Ding scheppert. Kann ich mir gut geben. So, dann gehen wir natürlich in das nächste. Aber dann mache ich es erstmal wieder an. So, zack. Obwohl. Ah, man sieht sowieso nichts. Das ist natürlich wieder so eingestellt. Aber egal. Dann seht ihr wenigstens, wie viel Klicks das ganze Ding hat. Hahaha. Auch wenn ich jetzt ein paar Leute verscheucht habe, ja, die dann jetzt sich gedacht haben, so, ey, was geht denn der jetzt auf einmal so ab, wie Zäpfchen, ja, und ich dachte, das ist hier wirklich nur Rap, hier geht's wirklich nur um Hip-Hop, nur Rap, Alter. Nee, warum soll man sich dann nur auf sowas beschränken, so? Ich mag viele Art Musik, ja, so, und Geschmäcker sind ja immer eh verschieden. Und es gibt da so viel Musik da draußen, so viele Genres. Und ich war damals vielleicht so der übelste Hip-Hop-Activist, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall so in der Art, dass ich immer nur Hip-Hop verteidigt habe, immer, das ist Hip-Hop, so muss Hip-Hop sein. Mittlerweile, ey, Hip-Hop hat sich so weiterentwickelt mit Techno, mit 80er-Jahre-Vibes, mit Gesang, mit Melodien, mit, ne, so. Es klingt ja auch nice, ja. Es muss ja nicht, man muss ja nicht immer nur das, was schlecht gemacht ist, dann sofort als Beispiel nehmen. Ne? So Mero und sowas feiere ich jetzt auch nicht so, ja, obwohl er sich auch ein bisschen gebessert hat, aber die neuen Sachen,
sind nicht alle wieder gut. Ich glaube, eins war gut, danach waren die restlichen wieder nicht so geil. Im größten Teil so finde ich Mero halt nicht geil. So. Feiere ich die Mucke halt nicht so. Aber es gibt trotzdem so wie Raf Camora zum Beispiel, ja, der hat ja ein komplett neues Musikgenre damit geprägt. Oder sagen wir mal schnell hier. Oder Apache, ja. Hat auch übelst komplett was Neues kreiert, was Neues draus gemacht halt mit diesem Sound, mit den 80er-Jahres-Dingen und sowas, ne? So, wie würdest du Genre schreiben? So wie du es halt geschrieben, ja. So wie du es geschrieben hast. Genre. Ja? Genre. Yeah. Gebildete Prime.